Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten digitalen Fondsmesse zu der Fontiq, organisiert und ins Leben gerufen von der Hansa Invest. Ich freue mich sehr darauf. Mein Name ist Daniel Kröger, ich bin der Portfolio Manager bei der Erk und Löberstedt AG und möchte dir heute ein wenig meine Anlagephilosophie etwas näher bringen und ja, Ihnen zeigen, wie investiere ich denn mit dem Elm Global Tico in meiner Präsentation. Wer nur nach oben schaut, der findet die digitalen Hidden Champions nicht. Für diejenigen, die die Erk und Löberstedt AG vielleicht noch gar nicht kennen, sie wurde 1995 als reiner Finanzdienstleister in Lübeck ins Leben gerufen. Im Jahre 2003 haben wir unseren ersten Publikumsfonds aufgelegt, zusammen als Partnerkonstrukt mit der Arcadis Invest. Im Jahre 2007 dann entsprechend auch zusammen mit der Arcadis einen Mischfonds, nämlich den Arcadis Elm Concept. Ja, seit 2018 besitzen wir die 32er KWG-Lizenz. Und im Jahre 2019 haben wir den Elm Global Tico aufgelegt, rein als Produkt bei der Erkon Lüberstedt, zusammen entsprechend mit der Hansa Invest. Für diejenigen, die mich entsprechend noch nicht kennen, ja, mein Name ist Daniel Krüger, sagte ich bereits, bin Fondsmanager bei der Erk und Löberstedt, bin seit 2018 hier an Bord, war vorher knapp 10 Jahre bei der Arcadis Investment gewesen, war dort Leiter des Portfolio Management entsprechend gewesen und habe mit Herrn Dr. Leber entsprechend mich über die Investmentziele, Allokation entsprechend gekümmert, das für viele institutionelle Mandate größer 1 Milliarde. Und nebenbei, da kennen mich sicherlich auch einige, den Arcadis Aktien Europa für die letzten 6 Jahre entsprechend gemanagt. Ich komme eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, habe Diplom-Informatik studiert. Was ist die Anlagephilosophie? Und die gilt natürlich fürs komplette Haus der Erk und Löberstedt AG, nicht nur rein für mich. Grundsätzlich, wir sind Stockpicker, wir sind also losgelöst und frei bei der Auswahl von Titeln, losgelöst von jeglicher Benchmark, frei von jeglichem Segment. Und für mich persönlich gilt eigentlich die Philosophie von Bent Hunt Davis. Bent Hunt Davis ist Ruderer gewesen, hat die Goldmedaille gewonnen und ist Engländer, und lange, lange Zeit hat England keine Rudermedaille mehr gewonnen, also keine Medaille im Bereich von Rudern. Und er hat sich das auf die Fahne geschrieben, hat viele Jahre trainiert und er hat eine Philosophie gehabt. Alles, was an ihn herangetragen wurde, hat er mit einem einzigen Satz hinterfragt, was er immer tun sollte. Er hat sich immer die Frage gestellt, macht das denn wirklich mein Boot schneller? Und genau diese Philosophie gilt auch hier im Fonds. Bei jedem Unternehmen, was Sie sich anschauen, versuche ich mir die Frage zu stellen, macht es denn wirklich das Portfolio entsprechend besser? Ja, wir sind Value Investoren, das sagte ich bereits. Das heißt, es gibt nur ein Prinzip, Preis versus Value. Also wir möchten etwas kaufen, wo der Value, der Wert viel größer ist, entsprechend als das, was Sie gerade am Markt sehen und am Markt bezahlen müssen. Wir haben aktuell gerade sehr, sehr verrückte Zeiten, was auch Bewertung angeht. Und auch hier gilt es gibt viele, viele tolle Unternehmen, aber kein Asset auf diesem Planeten ist so wertvoll, dass wir natürlich bereit sind, dafür jeden Preis zu bezahlen. Und das ist natürlich auch eine Grundsäule, eine Philosophie entsprechend in diesem Fonds. Wir bevorzugen außergewöhnliche Unternehmen, die ein einzigartiges Geschäftsmodell haben, also einen starken Moat, also einen Burggraben, also einen Wettbewerbsvorteil, der mir hilft, sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen, nämlich entweder Marktanteile erobere oder natürlich aber auch entsprechend als einziger entsprechend ein Produkt oder eine Dienstleistung anbiete. Und das natürlich im Umfeld, wo ich auch ein gewisses strukturelles Wachstum habe. Was uns auszeichnet, ist, dass wir grundlegend ein tiefes Wissen über die Unternehmen besitzen möchten, über das Geschäftsmodell, über die Menschen, die es betreiben, grundsätzlich über die Branche. Das heißt, wenn wir uns ein Unternehmen angucken, alleine der Prozess, ein Unternehmen zu analysieren, das kann ja mehrere Monate dauern, bis zu einem Jahr, bis es wirklich bei einem Klick macht und wirklich alle Stellschrauben, wenn es sich angeschaut hat. Circa 95% aller Unternehmen besuchen wir weltweit vor Ort, also vorwiegend natürlich Europa,
entsprechend die USA. Ich habe lange, lange Zeit im Silicon Valley gelebt, bin jedes Jahr noch für einen guten Monat dort, um mein Unternehmen vor Ort zu besuchen, aber auch sich natürlich in der Startup-Welt umzutreiben, zu verstehen, welche Produkte, welche neuen Technologien stehen da an, Dynamiken kennenzulernen. Und es ist sehr wichtig, sehr offen zu sein, sehr neugierig zu sein, um genau das alles entsprechend wahrzunehmen. Volatilität ist ja für die meisten eher so ein rotes Tuch. Wir lieben Volatilität, denn ja, wir begreifen das als Chance. Ich glaube, wenn etwas nicht im Preis mal schwanken würde, gibt es auch keine Opportunität, wo man zugreifen kann. Das heißt, wir versuchen natürlich auch hier in diesem Fonds entsprechend antizyklisch zu investieren. Grundlegend zur Philosophie des Elm Global Tico. Ich vereinbare hier zwei Schwerpunkte. Einerseits, das kennen Sie, das Value Investing, Unternehmen mit außergewöhnlichen Geschäftsmodellen, einem herausragenden Management zu einem attraktiven Preis. Und das kombiniert, und das ist die Erfahrung, die ich über all die letzten 17, 18 Jahre im Bereich des Investierens gelernt habe. Ich habe für mich ein persönliches technologisches Wertesystem installiert bei der Analyse. Und ich sage, ich möchte im Portfolio haben die Gewinner und die Gestalter des digitalen Wettbewerbs oder des digitalen Wandels, nicht des Wettbewerbs. Und das setzt natürlich das Zusammenspiel voraus von Management, von Organisation und von Kultur. Werde ich auf der nächsten Folie nochmal eingehen, da Ihnen erklären, was ich genau damit meine. Und wenn man aber das miteinander kombiniert, dann bestimmt es zunächst mal das langfristige Überleben von Unternehmen und, das ist sehr wichtig, bei überproportionalen Renditen. Kurz zum Investmentprozess. Ich sagte es bereits, es ist ein globaler Aktienfonds, das heißt, das Anlageuniversum ist also ein All-Cap-Ansatz. Alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Millionen kommen eigentlich für diesen Fonds in Frage. Wie finden wir diese Titel? Wir haben unsere eigenen Datenbanken, wo wir nachsuchen können. Klar, wir lesen sehr viel Medien, wir haben unsere Netzwerke. Ich habe das Silicon Valley gerade erlebt. Was wir auch viel machen, ist nicht nur Aktienkonferenzen, auch viel auf Industriemessen zu gehen, um dort mit Ingenieuren zu reden, Produkte zu verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir dann Unternehmen identifiziert haben, Branchen identifiziert haben, läuft das durch unser Value Framework. Da müssen natürlich die Boxen getickt sein im Bereich vom Geschäftsmodell, Management, natürlich Bewertung und die Finanzanalyse und entsprechend im Bereich technologischen Wertesystem. Was dabei rauskommt, ist ein Portfolio, was sehr, sehr konzentriert ist, 30 bis maximal 40 Titel, also eine High Conviction. Sie kennen viele Portfolien, wo Sie über 100 Titel haben. Da steigt natürlich jeden Tag was. Das wäre aber mit diesem Verfahren, wie wir Unternehmen versuchen zu verstehen, gar nicht in der Masse möglich. Wie gesagt, wir möchten ein tiefes Verständnis haben. Und das geht natürlich nur dann, wenn Sie auch ein konzentriertes Portfolio haben. Zufolge, weil es natürlich ein Beteiligungsansatz ist und wir eigentlich diese Unternehmen so gut wie nie verkaufen möchten, das führt natürlich auch hier entsprechend zu einem niedrigen Portfolioumschlag. Nochmal zum Verständnis und was die Philosophie angeht und das nochmal jetzt eingehend auf unser technologisches Wertesystem. Wir reden viel über Digitalisierung, in den Medien lesen Sie viel darüber, wir reden viel über Disruption und meines Erachtens klingt das alles sehr neumodisch, das ist aber alles gar nicht wirklich neu. Die Digitalisierung gibt es eigentlich schon seit 1940, nämlich seit Konrad Zuse den ersten PC erfunden hat. Und seitdem gibt es eigentlich Digitalisierung. Wenn Sie in den 80er oder 90er Jahren vielleicht Ihre Schreibmaschine durch einen ersten PC ersetzt haben, dann war das auch eine Form von Digitalisierung. Das, was wir aber aktuell und seit einigen Jahren erleben, ist die Geschwindigkeit der inkrementellen und der disruptiven Innovation. Also inkrementell die Verbesserung des Bestehenden und disruptiv was wirklich Neues, was noch nie da gewesen ist. Das wird natürlich begünstigt dadurch, dass Rechenleistung günstiger geworden ist, Speicherkraft, wir haben Cloud, wir haben schnellere und bessere Algorithmen, die ermöglichen natürlich auch hier eine gewisse Geschwindigkeit. Es ist so, dass grundsätzlich Disruption per se ja nicht jetzt vom Himmel fällt und das ist der entscheidende Punkt. Disruption sind häufig Produkte, die zunächst mal gar nicht so sehr im Konkurrenz zu einem bestehenden Produkt stehen,
Also sind häufig sogar erst nochmal schlechter und es dauert wirklich viele Jahre, viele Jahrzehnte, bis diese entsprechend besser werden. Und ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar einen Bereich aus der Schiffsfahrt. Denn Technologien entwickeln sich meistens also schneller als das Marktbedürfnis. Und das sehen wir hier ganz klar in der Schiffsfahrt. Und zwar, was Sie hier sehen, das ist die Thomas V. Lawson. Die ist im Jahre 1902 vom Stapel gelaufen, ist das modernste Segelschiff, was jemals gebaut wurde. Es hat sieben Masten, es fuhr 14 Knoten. Und wenn ich schon sage, es fuhr, Sie erahnen es, im Jahre 1907 bei einer Atlantiküberquerung ist dieses Schiff leider gekentert. Und ab dem Zeitpunkt, ab 1907, war es so, dass der Anteil nicht der Anteil, aber die Segelschiffsfahrt in Anführungsstrichen tot war und die Dampfschifffahrt entsprechend hier die Überhand genommen hat. Jetzt stellt man sich die Frage, wie es konnte es dazu kommen? Das sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar sehen Sie hier abgetragen unten auf der Y-Achse die entsprechenden Jahre, 1800 bis heute und oben in Prozent abgetragen der Anteil Segelschiff versus entsprechend Dampfschiff. Und Sie sehen, wenn wir ganz am Anfang sind, im Jahre 1800, dann war natürlich alles dominiert entsprechend von Segelschiff. Und tatsächlich, das Dampfschiff wurde erfunden vom Jahre 1783. Und ich sagte gerade, die Lawson ist im Jahre 1902 entsprechend als modernstes Schiff gebaut worden. Also das Dampfschiff existierte schon sehr, sehr lange parallel entsprechend zum Segelschiff. Ich habe auch gerade gesagt, meistens neue Technologie existiert, aber erfüllt zunächst mal einen ganz anderen Zweck. Und das Dampfschiff wurde tatsächlich gebaut rein für die Binnenschifffahrt, also auf Seen und auf Flüssen. Meistens gab es da weniger Wind, aber die Kosten pro Meile war relativ hoch. Sie fuhren deutlich langsamer als Segelschiff und sie waren auch anfällig gegenüber Reparaturen gewesen. Das heißt, lange, lange Zeit war ein Dampfschiff keine Konkurrenz gewesen für ein Segelschiff, um als Beispiel vielleicht den großen Ozean zu überqueren. Und Sie sehen hier in der Mitte, das ist so knapp von 1900, diesen Schnittpunkt zwischen Dampfschiff und Segelschiff. Also ab da war es so, der Anteil von Dampfschiffen nahm also deutlich zu, weil entsprechend natürlich auch diese Dampfer immer besser wurden. Man hatte früher noch mal ein Beisegel gehabt, das braucht ein Dampfschiff dann nicht mehr, es fuhr immer mal schneller und war auch dann günstiger gewesen und somit war es dann also der Punkt erreicht, dass die Dampfschiffe dem Segelschiff A Konkurrenz machten und wesentlich besser waren und somit das Segelschiff abgelöst haben. Jetzt stellt man sich natürlich die entscheidende Frage, wie konnte es dann sein, wenn das schon vor 1900 war, dass im Jahre 1902 immer noch ein Dampfschiff gebaut wurde, was in seiner Welt und in seiner Klasse das Beste war. Das hat Die Lawson hat ca. 258.000 US-Dollar gekostet. Also wie konnte ein Unternehmen so ein Schiff noch bauen, wenn man doch klar sehen konnte, eigentlich, dass entsprechend doch schon Dampfschiffe auf dem Vormarsch sind und besser werden? Und das liegt natürlich genau daran, dass Innovation in einem Unternehmen hier nicht gefördert wurde und das Management schlichtweg blind war. Wie laufen solche Prozesse im Unternehmen ab? Meistens ist es so, dass ein Ingenieur aus dem Keller kommt und sagt zu seinem Chef, lieber Chef, es gibt jetzt Dampfschiffe, die sind ganz toll, das müssen wir uns genauer angucken. Der Chef sagt aber, wieso, wir bauen auch Segelschiffe, der Kunde möchte, den habe ich gerade angerufen, er möchte eine Verbesserung haben, es soll vielleicht schneller fahren, das ist die inkrementelle Verbesserung. Und damit ist er sicherlich auch lange, lange Zeit erfolgreich, übersieht aber, dass es halt Dampfschiffe gibt, die parallel, ja, besser werden, dass sie überhaupt da sind. Und er schickt den Ingenieur wieder in den Keller. Und das beste Argument on top ist wahrscheinlich noch, dass er sagt, wir haben gar kein Geld für Innovation. So, und das führt natürlich dazu, dass dieses Unternehmen entsprechend nicht mehr lange existiert und pleite geht. Meistens ist es so, gerade im Hardware-Bereich zum Beispiel, zwei von sechs neuen Hardware-Technologien nimmt das vorher führende Unternehmen ein. Alles andere sind meistens komplett neue Unternehmen. Und das ist in vielen, vielen Branchen so. Wenn wir nur noch mal zurückgehen, was bedeutet das für diesen Fonds?
Es gibt einen Ausspruch von Marc Andreessen aus dem Jahre 2011, und er hat gesagt, Software is eating the world. Das heißt, in diesem Fonds befinden sich also nicht nur Titel aus dem Bereich Hardware und Software, sondern viele, viele Dinge in unserem Leben, die physisch sind, werden durch Software ersetzt. Erinnern Sie sich nur daran, dass Sie vielleicht mal eine Schallplatte im Keller hatten, eine CD, irgendwann haben Sie mal MP3s heruntergeladen, heute streamen Sie das Ganze über Spotify. Also mal abgesehen von Liebhaberei, es ist alles komplett digital. Das Gleiche gilt entsprechend vielleicht für Ihre Fotokamera. Auch die ist nun digital entsprechend auf Ihrem Handy, Ihrem iPhone, was auch immer Sie benutzen. Das heißt also, Digitalisierung ist in jeder Branche, in jedem Segment unterwegs, und auch genau da versucht natürlich der Fonds entsprechend zu investieren. Wir definieren für uns zwei Buckets im Fonds. Einerseits Unternehmen möchten wir identifizieren, die Gestalter des digitalen Wandels sind, die also in Zukunft durch überdurchschnittlich steigende Gewinne profitieren werden. Das ist das eine. Das zweite Bucket ist, Unternehmen zu haben, die entsprechend von der Digitalisierung profitieren. Vielleicht alteinhergehende, eingesessene Unternehmen, die Digitalisierung nutzen, um effizienter zu werden und vielleicht auch da, ja, Margen, Effizienzen etc. Zu heben. Jetzt werden Sie sagen, naja, die Welt ist ja relativ groß und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich bin natürlich nicht in der Lage, diese komplette Welt abzudecken und jedes Unternehmen zu finden, aber ich halte es hier mit Isaac Asimov. Er ist ein bekannter Science-Fiction-Autor, der sagte mal, I'm not a speed reader, I'm a speed understander. Und darum geht es ganz genau. Was zeichnet mich aus? Mich zeichnet aus, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin, der versucht, Dinge zu verstehen. Und darum geht es in dieser Welt. Dinge, die heute gut sind, sind morgen vielleicht nicht mehr gut. Es geht darum, Punkte in der Zukunft zu erkennen und diese Punkte miteinander zu verknüpfen und daraus zu sehen, was können für neue Geschäftsmodelle entstehen, was kann der Treiber für eine Branche sein, was kann der Untergang für eine Branche sein. Und ich glaube, auch nur dann kann man erfolgreich investieren. Ich glaube, wir wissen alle, dass Microsoft, Amazon, Google, Apple tolle Unternehmen sind und Facebook. Ich habe auch nichts gegen diese Unternehmen. Aber tatsächlich, es gibt viel spannendere Unternehmen, das werden Sie auch sehen, wenn Sie Top Ten in diesem Fonds schauen, die vielleicht viel schneller wachsen, die innovativer sind und den Weg ebnen für neue Dinge in der Zukunft. Und darum geht es in diesem Fonds. Und ich versuche genau das, ja, entsprechend auf die Straße zu bringen. Warren Buffett sagte mal ein schönes Beispiel aus dem Bereich Eishockey. Es geht eigentlich nicht darum, zu wissen, wo der Puck gerade ist, sondern zu abstrahieren, wo fliegt der Puck eigentlich als nächstes hin, um natürlich auch am Spielgeschehen entsprechend teilzunehmen. Und das ist eigentlich auch die Grundphilosophie, was diesen Fonds hier betrifft. Das, was dabei rauskommt, ist also ein Portfolio, das hatten wir eingangs schon, 30 bis 40 Titel, stark konzentriert, niedriger Portfolioumschlag. Die Währung wird entsprechend nicht abgehedged, aus dem einfachen Grund, dass ich mich nicht in der Lage fühle, vorauszusagen, wie sich Währungen entwickeln. Der Fonds hat eine Cashquote aktuell belegt, die ungefähr bei 8%. Die dient natürlich dem, um antizyklisch zu investieren, wenn Märkte entsprechend fallen. Es ist aber kein taktisches Instrument, dass der Fonds mal vielleicht 50% hält in der Annahme, dass vielleicht die Märkte einbrechen. Also es ist kein Timing-Tool, es ist also rein zum antizyklischen Investieren. Naja, wann wird ein Wert entsprechend im Portfolio verkauft? Natürlich dann, wenn es mal nicht meinem Drehbuch entspricht, wie sich vielleicht ein Unternehmen entwickeln könnte. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es so teuer wird, dass selbst eine Reduzierung nicht mehr hilft. Auch dann muss man natürlich sich von einem Unternehmen trennen, wenn der Preis entsprechend absurd ist. Ja, das ist die Wertentwicklung des Elm Global Tico seit Auflage. Wie gesagt, die Auflage ist der 2. September im Jahre 2019. Seit der Auflage hat der Fonds eine Rendite erzielt von knapp 28%. Die Rendite in diesem Kalenderjahr, das ist hier der Stand der 30. September, liegt der Fonds entsprechend bei 18,3% und das bei einer entsprechend deutlichen niedrigen Volatilität. Und ich glaube, hier als Vergleichindex kann man sicherlich einen MSCI Welt heranziehen. Das gleiche nochmal vielleicht auf der nächsten Seite veranschaulicht.
Das ist, ja, wenn Sie so möchten, der maximale Drawdown dieser Fonds hier erlebt. Ich glaube, ausschlaggebend aufgrund der Covid-Krise sicherlich das Jahre 2020. Sie sehen hier der MSCI Welt mit -34%, der Fonds dagegen mit -30% und nochmal den DAX und den Eurostoxx 600 abgetragen. Das Ganze auch nochmal auf der rechten Seite als Faktor dargestellt, also hier zu jedem Indiz deutlich unter 1. Und das sollte der Fonds auch in der Zukunft erfüllen, bei fallenden Märkten entsprechend eine geringe Volatilität zu haben im Vergleich zu den Indizes, die Sie kennen, hier in diesem Fall natürlich vergleichbar zum MSCI Welt. Und wie kann das sein? Klar, ein konzentriertes Portfolio, man kann die Risiken deutlicher handeln und das sollte genau hier helfen. Wir haben die Corona-Krise schon angesprochen. Und das symbolisiert nochmal auch hier unsere einerseits dass die Philosophie dieses Fonds in der Krise genau das Richtige war. Mit Ausbruch der Covid-Krise haben wir uns gefragt, welches Unternehmen kann in welcher Form wie stark betroffen sein? Müssen wir uns hier tatsächlich von Unternehmen verabschieden? Und das konnten wir bei allen Unternehmen mit Nein beantworten. Wir haben nichts verkauft, einfach weil, wie sich herausstellt, natürlich ein Unternehmen, was schon mal digital aufgestellt ist, was viele Prozesse effizient hat, natürlich jetzt Gewinner sind im Bereich der Corona-Krise. Also die Philosophie zeigt, also ich bin resistent gegenüber Krisen, das ist das eine. Diese Folie zeigt, dass wir die Corona-Krise genutzt haben, um Unternehmen zuzukaufen. Das sind alles Unternehmen gewesen, die, sage ich mal, bei der Auflage des Fonds auf der Wunschliste standen, die zum damaligen Zeitpunkt zu teuer waren. In der Krise nach unten hin, dann war es aber möglich, diese Unternehmen zu attraktiven Preisen zu kaufen. Und das Zweite, was Sie hier sehen, ist, das ist das ja, lilane Dreieck, das ist der erste Einstiegspunkt. Sie sehen auch, das Timing in den meisten Fällen nicht funktioniert, abgesehen von der Össe. Sie werden nicht immer den Tiefspunkt erwischen. Klar, wir haben weiter nach unten nochmal nachgekauft, aber den besten Tiefpunkt erwischen Sie nicht. Und wir haben hier in vor der Corona-Krise eine Dassault gekauft, ja, einer der führenden Software, Anbieter, um unsere Welt da draußen in einem Computer zu simulieren. Das wird weiter fortschreiten, auch in der Zukunft, dass sie komplette Straßenzüge digital haben möchten, um vielleicht auch physikalisch voraus zu ahnen, wie sich Lichtstrahlen auswirken. Auch in der Covid-Krise hat es geholfen, beim Design von Masken zum Beispiel auch physikalisch zu wissen, wenn jemand niest, zum Beispiel, wie sich Viren übertragen oder wie der Spread quasi ist. Also hier eins der Anbieter im Bereich, ja, 3D-Weltdarstellung mit physikalischen Eigenschaften und die entsprechenden Berechnungen darauf. Die ASML Holding, einer, ja, Monopolanbieter im Bereich der Lithografie, das heißt, sie benötigen eine ASML für das Design von zukünftigen Chips, nicht nur für das Design, um sie auch physikalisch herzustellen. Wir wissen, Moore's Law, physikalisch kommen wir da irgendwann in den nächsten 10 Jahren an die Grenzen. Und ASML ist eigentlich der einzige Anbieter technologisch, der beim Chip-Design noch hilft, dass wir Transistoren entsprechend ja in einer größeren Anzahl auf einem Chip bekommen und die Leiterbahnen relativ nah beieinander liegen. Intuitive Surgical, ein Anbieter in einem ganz spannenden Markt im Bereich der Operation, also Roboter, die sie zum Operieren benutzen. Das ist so dieses klassische Modell. Sie verkaufen einen Roboter, den sie im Krankenhaus einsetzen. Die Marktpenetration weltweit gerade mal bei 2%. Der Patient hat natürlich große Vorteile dadurch, denn die Schnitte sind nicht so tief, der Patient blutet nicht so stark, die Heilung geht schneller vonstatten, er liegt nicht so lange im Krankenhaus, also hat sehr, sehr viele Vorteile. Und hier dieses klassische Druckermodell, Sie verkaufen also diesen Roboter. Gleichzeitig brauchen Sie natürlich auch Operationsbesteck. Das können Sie nur so maximal 10-mal benutzen, danach müssen Sie neues kaufen. Das heißt, mit mehr Maschinen im Markt, auf dem schon intuitiv hohe Margen hat, verkaufen Sie Consumer Goods entsprechend von die sie natürlich hier zu attraktiven Preisen anbieten können. Und tatsächlich in der Corona-Krise war es so, dass sie die Aktie bekommen hatten. Wenn sie nicht mehr gewachsen wären auf der Roboterseite, dann wäre sie fair bewertet gewesen, allein auf der Basis der Consumer Goods, die sie entsprechend verkaufen. Und Össur, ganz spannend, Anbieter, ja, von Prothesen. Menschen leider durch
Diabetes etc. verlieren, unter Umständen Gliedmaßen, Unfälle etc. Aber gleichzeitig ist auch unsere Gesellschaft natürlich auch im älteren Bereich, wenn sie mal 50, 60 sind, natürlich noch deutlich aktiv. Das heißt, sie möchten natürlich anspruchsvolle Prothesen haben, die, mit der sie auch noch in der Lage sind, vielleicht Sport zu betätigen. Und in dem Bereich ist Özio. Das auch geht auch hier einher, dass nicht nur eine reine Prothese ist, sondern teilweise die neue Technologie Mind Control sind, also mit Gedanken, die das Ganze steuern können und somit in der Lage sind, das gleiche Gefühl zu haben, als wenn sie einen wirklichen Arm hätten, statt nur einer wirklichen reinen Metall- oder Holzprothese. Und da ist entsprechend, ja, Össur mit der deutschen Otto Wock weltweit entsprechend der Marktführer. Ich habe hier noch ein Aktienbeispiel zum Schluss mitgebracht, und zwar die Ocado Group. Die Ocado Group selber ist ein Unternehmen, was in England ansässig ist und ist eigentlich der größte Pure Play im Bereich Online-Supermarkt und agiert ausschließlich in UK. Das ist das Ocado Retail-Segment, macht 92% entsprechend für Umsatz aus. Das heißt, auf deren Webseite können Sie Ihre Putzmittel kaufen, Ihre Nudeln, aber auch Ihre Bananen und entsprechend Ihre Äpfel. Was Ocado geschaffen hat, ist, dass Sie über die letzten 20 Jahre sehr viel lernen konnten, wie man denn wirklich E-Commerce betreibt. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie ja mehrere fußballfelderartige Flächen, Lagerhallen haben, auf denen ja, Roboter agieren. Das sehen Sie hier in diesen kleinen Wägelchen, die über die Kisten fahren, die aus dem Regallager entsprechend die Lebensmittel holen, in die Kisten für den Kunden verpacken, bis hin zu einem Roboter, der in der Lage ist, natürlich auch relativ sensitiv auch Obst anzufassen, sodass Sie natürlich keine Druckstellen haben oder gar das ganze Obst matschig ist. Und Ocado ist nun hergegangen und hat gesagt, okay, wir sind ja seit 20 Jahren im Bereich Robotik und KI sehr gut, wir verkaufen diese Fulfillment-Lösungen entsprechend an andere Supermärkte. Und man hat nun in jedem Land sich eines der größten Supermärkte gesucht, nehmen Sie als Beispiel in den USA Krogers. Und man geht nun dorthin und sagt, Krogers, du baust die Lagerhalle und die Ausstattung dieser Lagerhalle übernehmen wir, also Robotik und die Software übernimmt Ocado. Der Prozess dauert ungefähr 2 Jahre. Hinterher mit CapEx in Vorleistungen. Und was passiert? Danach partizipieren Sie mit 5% vom Umsatz, was dann entsprechend durch dieses Lagerhaus läuft. Das ist also dann der Cashflow, den Sie entsprechend zurückbekommen. Konkurrenz gibt es keine oder so gut wie keine. Natürlich mit Amazon und Whole Foods haben Sie einen Konkurrenten, der bei weitem noch nicht so fortgeschritten ist. Sie haben vielleicht hier und da einige Startups, die es entsprechend ausnutzen. Klar, und was ist nun passiert? Corona hilft natürlich jetzt endgültig zu dem großen Durchbruch. In UK hat es tatsächlich 10 Jahre gebraucht, bis sich der Markt im E-Commerce oder im Food Retail, sage ich mal, verdoppelt hat. Und Corona hat tatsächlich dazu geführt, dass sich dieser Markt innerhalb von 4 Monaten nochmal verdoppelt hat. In den USA zum Beispiel hat sich der Markt vervierfacht. Also der große Durchbruch ist passiert, der Tipping Point ist überschritten und Ocado kann sich natürlich gerade nicht retten, entsprechend vor Aufträgen. Und das ist auch nochmal zum Verständnis. Für uns war klar, E-Food wird ein Trend sein, die Menschen werden verstärkt dorthin gehen. Und was ich eingangs sagte, Corona hat natürlich hier geholfen, um dieses Business schneller und weiter nach vorne zu bringen. Es gibt noch 2 kleine Treiber. Das ist die Beteiligung an einem Dark Kitchen Unternehmen, Kakuri. Also Dark Kitchen heißt, sie haben einen Roboter, der in einer dunklen Küche tatsächlich vielleicht ein Curry kochen kann. Das angebunden an einem Food Delivery, also einer Auslieferung, ist natürlich ein tolles Modell, weil sie entsprechend kein Restaurant haben, was sie groß mit Servicepersonal betreiben müssen. Sie haben sogar Roboter, die für sie kochen. Das heißt, die Margen auf dieser Küche sind sehr hoch. Und tatsächlich im Bereich von Jones Food sind sie aktiv, beziehungsweise haben eine Beteiligung. Das ist im Bereich von Vertical Farming. Das heißt, wenn Sie demnächst Ihre Lebensmittel in England bestellen und Sie bestellen einen Salat, dann schneidet ein Roboter diesen Salat frisch in diesem Vertical Farming an dieser Wand ab und Sie bekommen einen frischen Salat entsprechend nach Hause geliefert. Ja, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, also was bekommen Sie in diesem Fonds? Zunächst einmal einen Fonds, der einen Investmentprozess hat, bestehend aus einem normalen Value Framework plus dem technologischen Wertesystem, also die Kombination auf der Suche nach Unternehmen, die Innovation fördern, lange bestehen und das bei einer entsprechenden Überrendite. Einzigartige Geschäftsmodelle, die so helfen, den Wettbewerbsvorteil entsprechend auszubauen.
Es ist ein All-Cap-Portfolio, also unbeschränkt, frei von jeglicher Benchmark, eher konträr im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen globalen Portfolien. Ein konzentriertes Portfolio, 30 bis maximal 40 Titel mit einem geringen Turnover und möglichst einer geringeren Volatilität entsprechend zum Gesamtmarkt. Ja, und Sie sehen hier, es gibt zwei Tranchen. Es gibt die Retail-Tranche und es gibt die institutionelle Tranche. Das wie bei den meisten Fonds das Risiko- und Ertragsprofil auch ähnlich wie bei vielen globalen Fonds. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie gleich zu unserem digitalen Stand kommen und es sich vielleicht nochmal das Factsheet gerne ansehen möchten, beziehungsweise können natürlich auch dort mich oder meine Kollegen im Chat erreichen und Fragen stellen. Wenn das heute nicht der Fall für Sie sein sollte, wir sind gerne für Sie telefonisch und natürlich auch per E-Mail jederzeit da. Wir kommunizieren relativ klar und auch ja, transparent, was unser Portfolio und auch den Prozess angeht. Das haben Sie heute hier gesehen. Wie gesagt, bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Und in diesem Sinne, ja, bedanke ich mich, dass Sie heute Teilnehmer hier dieser Präsentation waren und wir sehen uns. Bis bald. Danke, tschüss.